Leute, Servus und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Mädchen2.de Video. Ja, ich weiß es noch gar nicht, ob das, was ich jetzt hier aufnehme, überhaupt hochgeladen wird, Entschuldigung, weil ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein Video, was ein bisschen komisch wird oder eher in die Richtung Laberpart wird. Deswegen, wenn es euch nicht interessiert, also es wird hier kein großes Gameplay im Hintergrund geben, vielleicht nur ein paar Clips, die ich so random aus den letzten Wochen zusammensuchen konnte. Wenn euch das nicht interessiert, schaltet einfach ab. Stört mich ehrlich gesagt nicht. Wenn es euch interessiert, lasst es gerne während dem Farmen laufen oder keine Ahnung, wo ihr es anschauen wollt, auf dem Klo, während dem Schlafen, was weiß ich. Lasst es einfach laufen, genießt es und ja, vielleicht interessieren euch ja so ein, zwei Themen oder stimmt mir bei ein, zwei Punkten so ein bisschen zu. Ja, worüber ich heute reden möchte, ist einfach die Art und Weise, wie sich Mädchen 2 in den letzten, sag ich mal, 8 Jahren, 6 Jahren verändert hat, geändert hat. Liegt vielleicht jetzt auch daran, dass ich quarantänebedingt oder Corona-bedingt viel zu viel Zeit gehabt habe, um über solche Themen nachzudenken. Ein bisschen auch so in die Melancholie verfallen bin. Ich will jetzt nicht sagen Depression, weil das klingt immer so wack. Aber man macht sich einfach so ein bisschen seine Gedanken über was so gewesen ist die letzten Jahre und ich weiß nicht, scheiß YouTube hat mir dann permanent Videos von vor 5, 6, 7 Jahren Prius-Zeiten empfohlen und wenn man so zurückdenkt an das Ganze, war Prius schon echt eine krasse Zeit so. Jetzt wenn ihr schaut, ich stehe jetzt gerade mit 2, 4, 6 Chars, von diesen 6 Chars sind 4 Stück noch von Prius-Zeiten. Das ist schon krass, wenn ich überlege, Cooler Wolf sogar noch von Sykorax-Zeiten. Ja, man wird halt bei dem Ganzen so ein bisschen melancholisch. Und wenn man so überlegt, was hat Mädchen 2 früher besser gemacht, beziehungsweise was ist halt so ein bisschen anders wie jetzt heutzutage. Klar, jetzt mal unabhängig von den Aspekten, dass es weniger Spieler geworden sind, warum es weniger Spieler geworden sind, dass die Gameforge vieles verkackt hat, dass neue Updates kamen mit dem neuen Kontinent etc., das sind halt alles so Punkte, wo ich sage, ja, die spielen da natürlich mit rein, aber um die Punkte soll es gar nicht jetzt gehen in dem Video, sondern es soll rein, sage ich mal, um das Mindset der einzelnen Spieler oder aller Spieler, so sage ich jetzt einfach mal, gehen. Wenn man jetzt halt mal guckt, so früher zu Prios-Zeiten, es gab einfach eine viel größere YouTube-Szene. Das muss man ehrlich mal sagen. Also jetzt, wenn ich mal an so Leute zurückdenke, keine Ahnung, sei es nur irgendwelche Beef-Geschichten. Es hat eigentlich, jeder hat damals Videos gemacht. Also lass es ein Eingebildet sein, lass es ein Desto gewesen sein, lass es mich gewesen sein, lass es damals ein Stanley gewesen sein, ein Greenie, was weiß ich, ein Fossi, ein Maverick, glaube ich, hat zu Prios-Zeiten noch SG gespielt. Da bin ich mir, glaube ich, gar nicht sicher. Ich glaube aber schon. Oder nee, hat er nicht. Der kam auch noch dazu. Auf jeden Fall, es gab echt eine Menge YouTuber, die damals am Start waren und das Spiel einfach so gehypt haben. Und heutzutage ist halt auch so, wenn ich jetzt halt mal auf Twitch so ein bisschen unterwegs bin, ich glaube 80% der Twitch-Streams besteht aus Geflame, warum dieses Spiel so schlecht ist und ja, negativen Vibes, sage ich einfach mal. Man ist schon ein bisschen sad. Dann hast du noch die anderen, die halt nur dazu da sind, um ihr Ego zu pushen, ne? Und auf YouTube präsentieren zu wollen, wie ach sie geil doch sind. Und sowas gab es früher einfach nicht. Früher war auch, du hattest Stress und du hast sie einfach gekloppt. Scheißegal, ob du jetzt halt stirbst oder nicht. Letztens war wieder vom DT eine Kloppe, ich glaube Last Try gegen Gitan war es, glaube ich. Und das war schon irgendwie lustig anzuschauen. Wenn ich so drüber nachdenke, früher war es halt, die Leute, da war es scheißegal, ob du jetzt halt 15 KTP hattest und Full HM oder ob du gar kein HM hattest. Du hast sie einfach gekloppt. So, dass sich einfach gekloppt und es hat früher irgendwie keine Sau interessiert, ob du da jetzt halt groß down gehst, ob du jetzt einen down kloppst, ob du jetzt zu zwei, zu dritt auf einen drauf rennst. Und heutzutage ist so, weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die das Spiel, oder viele Leute, die das Spiel aktuell noch spielen, wirklich da ihr komplettes Ego oder ihr komplettes Leben auf dieses Spiel aufbauen. So, mir fehlt so ein bisschen diese, weiß ich nicht, nicht Ernsthaftigkeit, aber halt so ein bisschen diese Lockerheit im Spiel. Dass man sagen kann, hey, man kann sich zwar beefen, aber sobald man auf TS chillt zum Beispiel, ist wieder alles cool. So, ich wusste ganz genau, jetzt, wenn jetzt am 1.1. wieder Moni-Event ist und ich kloppe jetzt zum Beispiel hier mit coole Socke irgendjemanden um und der Typ hat einen Main-Char oder was weiß ich, der wird sofort eskalieren. Und dann heißt es wieder, ja, oh, du bist der YouTuber, du darfst das gar nicht. Sollen die Leute das einfach viel zu fucking ernst nehmen.
Und das war irgendwie früher noch nicht so. Also ich weiß auch nicht, das war. Früher war es irgendwie anders. Früher war einfach scheißegal, jeder hat einfach so gespielt. Da war es auch scheißegal, ob du direkt jeden Run solo gepackt hast oder was weiß ich. Ich sag mal so, du brauchst ja auch selbst heute, wenn du jetzt einmal zwei, drei Kumpels hast, du brauchst ja nicht mal krasses IQ. Du kannst ja mit 7er IQ, kannst du, keine Ahnung, Hydra farmen, zu dritt, zu viert. Klar, kriegst du da nicht den krassen Profit. Aber früher war halt auch das Mindset bei den ganzen anders, dass die Leute halt auch gesagt haben, ja, ich muss ja nicht unbedingt in 2 Monaten der krasseste PvM-Spieler sein, den es auf dem Server gibt. Also wenn ich gucke, da gibt es bei uns auf dem Server Leute, die lassen sich auf 115 leveln, aber haben dann Kyanid-Waffen plus 9. So, ich mir denke halt so, weiß ich nicht, ob es das jetzt halt braucht. Also, weiß ich, das hat immer dann so einen komischen Nebengeschmack. Weiß ich auch nicht. Irgendwie die Leute kaufen auch viel zu viel ein in diversen Handels-TS. Weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie komisch. Obwohl ich jetzt halt seit Monaten jetzt halt Hydra gefarmt habe, um mir mein Mento so ein paar Equipment-Teile aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon in einem Video gesehen habt. Wenn nicht, dann. Also, ich weiß ja noch nicht, ob ich das Video hier hochlade. Vielleicht habt ihr es schon gesehen in dem Video, wie hier der Mento aufgebaut wurde. Also, sprich, die Kyanid-Klinge. Den Helm haben wir geholt jetzt im Dezember. Den Ascheregen haben wir geholt im Dezember. Das Titanenschild haben wir geholt im Dezember. Armband, Ohrringe und Kette sind alle Crap. Also, das ist nichts Besonderes. Die Ozeanis habe ich ja noch von Prios-Zeiten damals. Und was wir noch geholt haben, ist halt hier einen Brillidier. Den Onyx, ja, den habe ich geschenkt bekommen noch von Rico, wo er aufgehört hat. Grüße gehen auf jeden Fall da auch nochmal raus. Sondern der Mento ist halt bei Weitem und ich, ach ja, und genau, den Runengürtel haben wir noch geholt. Und das Runi habe ich ja mit Drachensegis gehabt. Das war echt ganz lustig. Das ist auch nicht das Krasseste, aber es tut seinen Zweck zum Rumstehen. Also, keine Ahnung. So, passt schon. Ja, und dafür farme ich halt seit August. So, und andere gehen halt dann zweimal auf Handels-TS und sind ein bisschen weiter wie ich. Aber das gab es ja schon früher. Aber wie gesagt, das Mindset ist einfach, die Leute wollen viel zu schnell, viel zu krassen Erfolg. So, und das ist halt schon irgendwie heftig. Also ich plane jetzt mal so, wenn es halt so weitergeht in dem Tempo, wie ich halt jetzt farmen kann. Wie gesagt, ich habe ja im März jetzt meine erste Prüfung, danach habe ich wieder ein bisschen Zeit zum Zocken. Plane ich einfach mal so, dass der Mento, wenn ich mit dem PvP machen kann, vielleicht so August 2021. Ich denke mal, dann ist so eine grobe Zeit, wo der Mento fertig ist. Weil was fehlt jetzt noch an großen Sachen, die wirklich teuer sind? Sachen wie der Rubin, klar. Dann sämtliches Open PvP-EQ, Ketten, Ohrringe, Armband und sowas. Dann alle PvP-Gürtel. Und ich level mir gerade noch diverse Pets hoch. So, und das sind also Sachen, die fehlen halt noch. Mache ich aber auch selber, weil, keine Ahnung, ich habe da keinen Bock, Geld dafür auszugeben. Weil gerade so Sachen wie Pet-Level oder so, das ist halt Zeitvertreib so, ne? Aber darum, wie gesagt, darum geht es gar nicht, sondern es geht halt eher um dieses Mindset, dass früher alles irgendwie entspannter war. Ich kann es euch nicht sagen, wie ich das meine, aber schaut euch einfach mal alte Prios-Videos an. Beispielsweise eingebildet jetzt. Guckt euch mal die alten Videos von vor 5, 6 Jahren an. So, das ist schon. Da, wenn ihr die Kloppereien anguckt, da hauen die Leute mit einem Triton 7 auf die Leute drauf, die einen Runi 9 und THP 9 haben. Das war einfach scheißegal. Das hat keine Sau interessiert. Und ja, ich will jetzt auch nicht groß rumheulen oder euch jetzt irgendwie hier von meiner Meinung belabern. Aber ich denke schon, dass wenn wir jetzt halt eben wirklich hergehen würden und sagen, hey, mehrere haben dieses Gefühl, ich zock das Game einfach scheißegal, ob ich jetzt da krass bin. Also ich würde mich bei Weitem nicht dazu zählen, dass ich irgendwie in diesem Spiel irgendwas erreicht hätte oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu den, in Anführungszeichen, krassen Leuten gehöre. Da gibt es nämlich einige, die wirklich besser sind und länger spielen. Ich weiß nicht, auch mehr Geld haben. Klar, das muss man auch mal ehrlich gesagt dazu sagen. Also es gibt immer einen größeren Fisch. Aber ich fände es halt cool, wenn wirklich mehr so diese Einstellung wieder hätten. So, scheißegal, ich zock einfach das Game. Wenn es mir Spaß macht, macht es mir Spaß. Wenn nicht, macht es mir keinen Spaß. Ich lese ja auch immer wieder, ja, mit welchen zwei kannst du nicht ohne Geld spielen. Ist bestimmt in irgendeiner Art und Weise richtig. So, ich cache jetzt ja auch nicht. Also ich spiele ja auch ohne, also ich spiele ja nicht ohne Item Shop. Also ich cache mittlerweile, bin ich auch offen und ehrlich, so im Monat aktuell 50 Euro, ja, 50 Euro in den Item Shop, wenn Happy Hour ist. Mehr auch wirklich nicht. Aber auch nur auf meinem Ninja, um eben so Sachen zu holen wie Minidal oder den Elementarkraftstein, also ich kann es euch beim Mento auch nochmal zeigen. Hier, wir haben jetzt auf dem
Ja, 43 DR und 522 DM. Auf dem Ninja sind es, glaube ich, 18.000 DM noch. Und ich glaube 1000 DR, weil ich doch ein bisschen ins Rad gedreht habe. Und ihr könnt schon spielen, so ohne Geld. Das ist jetzt nicht das Problem. Also man kann auch gerade Zeit auf Germania, zum Beispiel Aura FB 25 bis 30 Kaker, grüne Drachenbohnen echt extrem viel wert, Segis relativ viel wert, weiße Perlen auch gut was wert. Also man kann schon wirklich zocken, ich sage jetzt mal, ohne groß Geld auszugeben. Was man natürlich dann sagen muss, ihr dürft dann nicht dieses Mindset haben, ich bin halt in 2 Wochen oder in 4 Wochen oder in 2 Monaten komplett fertig mit meinem PVM-EQ. Aber weiß ich, wie gesagt, das war halt früher auch nicht so. Früher sind die Leute halt wirklich hergegangen und haben gesagt, yo, ich mache mit 55er Farmer. Ich will gar nicht höher wie Level 55. Und ich sag mal, Level 55 ist halt extrem bezahlbar. Gerade wenn es so Events sind wie OK-Event, oder zum Beispiel jetzt Mondi-Event am 1.1. Das ist schon möglich so. Und früher gab es auch eine viel größere 55er PvP-Szene. Und ich sag's euch ehrlich, ich finde 55er PvP extrem nice. Aber die Leute sind halt einfach weg. Oder beziehungsweise hat keiner mehr Bock drauf. Und ich wette mit euch, wir könnten locker diese 55er PvP-Szene beleben, wenn man einfach nur sagen würde, yo, es ist mir egal, ob ich der krasseste Typ bin. Ich will einfach nur ein bisschen zocken. Ich sehe es ja auch an den Leuten, die wie viele P-Server spielen. Es ist ja nicht so, als ob die Leute keinen Bock mehr auf Metin hätten. So, das ist ja. Also ich glaube, jeder, auch wenn jetzt sagte, ja, scheiß auf DE, spiel kein DE mehr wegen der Gameforge, was völlig okay ist und was man auch wirklich, was ich wirklich nachvollziehen kann, wenn jemand sagt, ja, das ist einem das Geld nicht wert. Aber an die Leute, die halt jetzt wirklich P-Server spielen, muss ich halt wirklich sagen, Hand aufs Herz, Metin 2 bockt euch, oder bestes Game ever? Fragezeichen. Nein, also, ja, es ist schon. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass die Leute keinen Bock hätten auf das Spiel, sondern es ist halt einfach, die Leute haben keinen Bock auf den Publisher. So, was ich halt bei jedem nachvollziehen kann, aber wo ich auch sagen muss, also es geht auch ohne. So, ich habe genug Leute bei uns im Roten Reich, die halt ohne Cashen zocken. Klar sind die schon auf einem gewissen Stand, wo sie es halt sich eben leisten können. Aber wenn ihr einfach mal im Low Level ein bisschen grindet oder auch mal so ein paar Monate Low Level zockt, dann kommt ihr auch locker an das EQ fürs High Level. Wobei ich jetzt auch einen Khazad-Dorobran nicht mehr ins High Level zählen würde. Das gehört für mich meiner Meinung nach ins Mid Level. Ja, so. Ich glaube, jetzt habe ich genug geschwafelt. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich das Video hochlade. Das war jetzt einfach nur mal frei von der Schnauze geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir so einen nostalgischen Daumen nach oben da. Wenn nein, dislike das Video. Ist mir ehrlich gesagt latte. Das ist nur ein Metin 2-Video und ich bin jetzt keine Person, die meint, ich muss mir was auf die 4K-Abos einbilden. Dafür gibt es andere. Ja. Deswegen. Genießt euren Tag, bleibt entspannt. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, 55er PvP, sagt gerne DE. Wenn nicht, ist auch okay. Und dann, ja, hören wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, bis dann, haut rein.